Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und gestern kam noch ganz, ganz taufrisch rein der Hammer-Skin. Es ist kein April-Scherz, Leute. Das ist wirklich ein Hammer-Skin für den King mal wieder. Ich meine, ist das nicht gerade schon der dritte King hintereinander? Es gab ja gerade, oder es gab einen zu kaufen. Ja, aber ich habe jetzt gesehen, dass mir, glaube ich, auch noch einer fehlt. Aber wir gehen mal rein in den April-Goldpass. Supercell war wieder so freundlich und hat etwas vorbereitet. Ich brauche heute noch nicht mal auf mein Tablet gucken, das ist das Coole, sondern ich kann einfach mal ein bisschen nach vorne gucken. Und ja, Rewardless, ich meine, das ist der normale Pass. Aber eine Geschichte fiel mir denn doch auf, als ich dieses Video hier gesehen habe. Also oben nochmal mit dem Skin natürlich am Ende. Und ihr seht das, die Saison endet in 34 Tagen, 18 Stunden erst. Geht der April so lange? Nee, ne? Cool, oder? Irgendwie so ein Echtzeitticker scheinbar, ne? Also vor, ich hätte mal fast gesagt, vor 5 Tagen gedreht oder so, 30 Tage dann. Cool gemacht, finde ich. Scheint mir dann irgendwie so eine Echtzeituhr dahinter zu sein oder sowas. Wir sind ja sowieso zeitzonenmäßig im Supercell immer noch in Helsinki und das Ganze kommt hier, glaube ich, jetzt um 2 Uhr, glaube ich, raus, ne? Da werden wir ja immer gebeten. Und ja, fangen wir einfach mal mit Gameplay an. Ich lasse diese Reanimation Shadow, glaube ich, lasse ich mal weg, aber das ist er. Ich finde ihn echt nice. Shadow King. Das hat was. Also man merkt schon, dass die neuen Modelle scheinbar oder die neuen Modelluren irgendwie bessere Sachen irgendwie zulassen und coolere Sachen irgendwie zulassen. Weil es ist schon. Er sieht schon böse aus. Ne? Naja, so richtig böse jetzt nicht, aber die Animation, muss ich echt sagen, mit. Ist schon heftig, ne? Also Supercell ist ja noch ein Kinderspiel, ne? Dran denken. Ist noch ein Kinderspiel. Ist ab 9, ne? Ab 6, ab 12, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, wenn das so kleine Kindchen vielleicht sehen, ist das vielleicht nicht ganz so nett. Wir haben auch ein Gameplay-Video natürlich. Und das ist jetzt wahrscheinlich auch etwas lauter. Aber da fehlt mir auf. Was ist denn das für ein Skin da bei der Königin? Habe ich mir den nicht gekauft, Leute? Habe ich mir den nicht gekauft? Ich breche gerade ins Essen. Das nicht, aber habe ich damals unter Umständen gesagt, dass er nicht so gut aussieht? Weiß ich nicht. Mir jetzt eben mal so aufgefallen. Aber leider kommen hier nicht kleine, böse, böse Barbaren raus, wenn er seine Fähigkeit macht, sondern das sind immer noch die Gehörnten. Und obwohl die natürlich so ein Ding anhaben, wie er auch, ne? Die haben einfach nur noch ihr Teil auf. Doch, die haben auch so einen Lendenschurz an. Aber was mir auch hier gerade aufgefallen ist, das ist mir auch noch nie aufgefallen. Oder vielleicht ist das auch neu. Das weiß ich nicht. Da müssen wir immer so viel sagen. Denn scheinbar vergesse ich viel, je älter ich werde. Habe ich manchmal so das Gefühl. Und aber im nächsten Video, also hier natürlich wie immer die High-End-Bases eigentlich nicht zu schaffen von Supercell in den Kobold-Missionen, aber irgendwie der Attacker hier ist aber auch wirklich gut, scheint mir ein Mitarbeiter zu sein. Oder Mitarbeiterin, weiß man nicht genau, braucht nicht mal alle Truppen. Und naja, die Dörfer sind hier okay. Er weiß zumindest nicht, dass man mehr Erdbebenzauber braucht für egal welche Mauer. Und er weiß auch nicht, dass man jetzt nicht unbedingt einen Ballon in die Luftabwehr spielt. Aber er wollte sicherlich die Heiler schützen. Ja, er wollte sicherlich die Heiler schützen. Und naja, es soll ja nur zeigen, wie der King drauf ist. Beziehungsweise es bleibt immer noch nach wie vor, Leute. Denkt immer dran, es bleibt der gleiche King. Mit den gleichen DPS-Zahlen. Er ist halt nur cooler. Oh, hier stoppt das Video, okay. Hier stoppt das Video, aber ich habe noch eins gesehen. Das ist, glaube ich, das Solo-Gameplay. Ja, das ist das Solo-Gameplay. Das habe ich noch nie gesehen, dass der King das macht. Und zwar das. Hab ich noch nie gesehen, dass der zutritt. Ich habe den noch nie treten sehen. Kommt mir ein bisschen langsam vor, aber Geschwindigkeit ist scheinbar trotzdem die gleiche, ne? Aber ich habe noch nie gesehen, dass der tritt. Jetzt hier, jetzt gleich auch. Zack. Oder ist mir erst echt noch nie aufgefallen, dass der auch mal zutritt? Ich
meine, die kleinen Barbaren, was machen die? Schnitzeln die nur? Oder treten die mal auch mal mit ihren kurzen Zwergenfüßchen mal zu? Auch nicht schlecht. Mensch. Okay. Es gab natürlich auch noch ein paar Bilder. Also es gibt natürlich wieder ein paar Picks. Und ich muss sagen, ich habe mir jetzt mal eins rausgesucht, welches ich eigentlich am besten finde. Das würde ich euch auch reinpacken. Immer wenn ich sage öffne, öffnet sich bei mir Photoshop. Das ist immer ein bisschen doof, aber ich glaube, das ist ein cooles Bild, oder? Das ist echt ein cooles Bild und er sieht verdammt gut aus. Kann ich dann jetzt auch demnächst einsetzen. Ihr habt das ja gesehen, ab und zu tausche ich mal, da wo ich jetzt eigentlich die Kamera habe, tausche ich ab und zu mal das Bildchen aus. Irgendein Supercell-Charakter ist da dann immer. Den Uhu über mir habe ich ein bisschen größer gemacht. Der war immer so ein bisschen verloren da. Da kann man natürlich auch irgendwas reinmachen, aber letztendlich kurze Folge am Mittwoch. Ich hoffe, ihr seid heute Abend mit im Stream dabei. Ich weiß noch nicht genau, wann ich anfange. Wahrscheinlich wieder so gleiche Streamzeit, wie ich früher angefangen habe. Und dann streame ich mit euch so ein, zwei Stunden. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen, wollte ich erstmal machen. Wir wollen dann nicht übertreiben. Aber ich will zumindest mal anfangen. Ich habe jetzt eigentlich alles fertig. Ich habe hier sogar sauber gemacht. Ich habe hier sogar sauber gemacht. Also zumindest hier vorne so. Ne? Noch nicht alles hier im Zimmer. Aber immerhin und bin ganz gut vorbereitet. Ich würde sagen, dann sehen wir uns. Ihr seht mich, ich sehe euch ja nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Kommt einfach rein, machen wir ein bisschen Clash of Clans, ein bisschen Smalltalk und dann wird das schon was. Wir haben übrigens Mitte der Woche, also ist nicht mehr lange. Dann haben wir schon wieder Wochenende. Bis dahin, danke fürs Zuschauen, Leute. Euer Toto. Clashed.